Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2 DLC, wo ich schon meinen Hammer ein bisschen rumwirbel. Ja, zum Haus-DLC. Beim letzten Mal haben wir hier reingeschaut und wir machen heute direkt weiter. Wir dürfen heute weiter heiteres Köpfe sammeln spielen. So nenne ich das einfach mal. Wir müssen ja einen Kopf hier finden. Definitiv gesund, der Körper. Sehr gesund. Beim letzten Mal haben wir ihren Kopf hier geholt. Das war eine Tortur. Und ich bin schon gespannt, was mich hier erwartet. So soon, Hope. Most spend weeks in the deeper, struggling under the weight of Constantine's vision, or just throw themselves into the pits. I was right about you. I know what's waiting for me on the other side. But I'm ready to ascend. Prove it. Okay. Hope, don't go full cult on me. Bin schon gespannt. Spooky. I can handle spooky. Schön gemacht. Darf ich hier den Rasen betreten? Ich darf. Hier darf ich über den Rasen laufen. Was heißt über den Rasen? Da hinten liegt doch ein Schatten, oder nicht? Optische Täuschung wahrscheinlich. Ist auch so ein Gebiet, in dem ich mich ultra leicht verlaufen kann. Ah, hier ist eine Waffenwerkbank, oder? Was man eine Werkbank nennen kann. Okay, ich schaue auf eine riesige Leinwand. Sehr schön. Ich habe übrigens meine Waffen schon mal ausgenabbert und ein bisschen Munition zumindest gemacht. Hey, wenn ich mich hier umschaue, kann ich wahrscheinlich das ein oder andere interessante Objekt finden. Hier ist es zu ruhig. Uff, sorry, man. Cultiness levels rising. Jo. Da bin ich mit dir, Schwester. Da bin ich mit dir. Aber dass hier nichts liegt, ist ein Wunder. Hallo? Oh, hi. Die Visage habe ich mal zertrümmert. Was leuchtet denn da so schön rot? Das ist die Glut. Dann habt ihr alle keine Beine mehr? Ja, wird das einfach. Oh, ein bisschen Schießpulver. Eine Machete? Eine Flammenmachete offenbar. Und der Level steigt nochmal um 10 Punkte. Also der Kultiness Level. Als ob dich die Explosion da noch erwischt hat. Von dem Hammer. Ich. Was machen wir mit dem Fleisch, das wir nicht mehr brauchen? Wir schmeißen es in eine Grube. Hört sich legitim an. Um Gottes Willen, hier sind mehrere solcher Statuen. Hui!
Wann hast du dich denn jetzt verletzt? Irgendwie geschenkt. Jetzt mal im Ernst, woran hat er sich verletzt? Ich war's nicht. Muss ich die Dinger anzünden? Hallo? Ich muss einfach nur diesen komischen Kopf finden. Beziehungsweise ich muss einen Brunnen finden. Mann, ist das Gebiet hier angenehm. Hi! Ich will dir was zeigen. Sieht ja gar nichts. Dann ist doch mal so. Dann nutze ich die wenigstens auch mal irgendwann. Das habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit gerade eben gesehen. Ich habe eine Telefonzelle gefunden. Zwei gleichgesinnte Einstein. Irgendwie denke ich gerade an Einstein. Okay, Bericht vor dem Kampf. Ich habe zufällig Rodney und Antonio als Gegner für das nächste Kampfesurteil gewählt. Rodney ist ein aussichtsreicher Kandidat. Er mag ein Verbrecher sein, doch das Versprechen, das das Haus gibt, hat ihm einen Lebenssinn gegeben. Sein einziger Makel war eine unangemessene Gabe für den Opferritus, ein Versehen im Vincents Plan. Was mich zum Urheber dieses Makels führt, Antonio. Weich emotional, hat die Rituale kaum überstanden, reißt aber Kandidaten wie Rodney mit sich herab. Seine Hingabe hat an seine lang verstorbene Gattin beweist, dass er noch nicht bereit ist, alles für Konstantin hinzugeben. Dieser Kampf wird zwei Probleme lösen. Okay. Die kriechen hier halt fast alle nur, ne? Mega geschenkt. Nee, ich muss doch so einen Brunnen finden. Einmal feste draufhauen, das passt schon. Wahrscheinlich kriege ich hier jetzt das, um das da aufzumachen. Ich muss einen Brunnen finden. Wo ist hier ein Kackbrunnen? Hier sind nur schöne Rehstatuen. There you are. Light the fire. Prepare the combatants. For those of you who seek ascension, let us see. Who is worthy? If I can do trials, I can do this. Ja, ich muss die echt anzünden. Na gut, wir wissen ja, wo die stehen, ne? Da ist einer und da. Ich kann nichts markieren. Ja, egal, wir wissen ja mehr oder weniger wo.
Für den Colt hast du eine echt schöne Jacke. Nur die Farbe ist kacke. Ich bin nicht der Fan von Pink. Arsch nicht! Störe ich dich gerade bei irgendwas? Da liegt auf jeden Fall was. Es ist an der Zeit. Brüder und Schwestern, es ist Zeit für meine letzte Prüfung. So kann ich beweisen, dass ich wirklich bereit bin. Ich gehe nicht mit Furcht in meinem Herzen. Und das solltet ihr auch nicht. Im Schlund habe ich es von der Gesellschaft auferlegte Grenzen überschritten. Mit irdischen Wünschen überfüllt und jede fleischlichen Fantasie gefrönt. Die physische Welt, so wie sie sich mir darstellt, hat mir nichts mehr zu bieten. Ob meine Existenz hier endet oder ich emporfahre, um Teil dessen zu sein, was als nächstes kommt. Ich weiß, dass meine sterbliche Reise abgeschlossen ist. Und wenn die Zeit kommt, dass ich meine Hand im Kampf gegen einen von euch erhebe, werde ich das mit Freude tun, da ich weiß, was uns beide erwartet. Für Konstantin! Das Sektometer steigt! Ist schon wieder so ein komisches Hören. Mann, du warst ein echter Big Brain, ne? Oh, guck mal, da kriege ich ja direkt was zum Entzünden. Hey, Stinky, mitkommen! Zählt das? Das zählt. Okay, jetzt beginnt hier die wirkliche Party. Raus das Bein, ich glaub mir. Mann, hier brennt alles. Brennbare Flüssigkeit, die nehme ich immer mit. So, und jetzt das andere Ding, ne? Das ist genau auf der anderen Seite. Wenn da noch so ein Geier ist, kann ich auch einfach so eine Fallenbombe werfen. Funktioniert doch genauso gut, als wenn ich den hinlock. Ja, ja, krabbel du nur weiter. Da, da ist doch der andere. Ach, guck mal, da steht sogar direkt einer daneben. Ja, probier es mal. Guck mal da! Also ich mach's mir sogar noch einfacher. Mark our body with the ash. Oh, to win you must be utterly ruthless. Hold nothing else in your mind. Are you ready? For Constantine, I am ready. Then we go. To the arena! Okay, arena time. Okay. Keine Einwände. Ich liebe es, dich fliegen zu sehen. Man merkt, dass der Tritt stärker geworden ist. Ich habe ja letztes Mal ein Upgrade dafür bekommen. Wieso lebst du da hinten eigentlich schon wieder? Ich habe dich doch gerade eben erschlagen. Mann.
Ist sie jetzt offen? Ne, die Arena ist wahrscheinlich das mittlere Ding, oder? Ja. Da, wo diese komische Klärgrube ist. Tschüss. Okay, bin schon gespannt, was mich in der Arena erwartet. Da hier so viel Brennendes ist, würde ich sagen, so ein Inferno mal kommt gleich auf mich zu. Hope has proven herself worthy. Kneel, Hope. You two, tend to her wound. Pig! Take Hope's arm. Prepare the feast. Was sie zu essen? Moaners? Born to do it, baby. Okay, wenn ich weiter nichts tun muss. Die können alle so schön fliegen. Da hat einer appariert. Ich hab's genau gesehen. Ich liebe es. Ach, sie müssen hier drin sterben. Das sehe ich jetzt erst da oben rechts. Okay, dann kommt man näher. Wenn es weiter nichts ist. Zählt nicht als Arena. Könnt ihr einen Schritt schneller krabbeln? Das zählt auch nicht. Ach, ich muss die nur verstümmeln. Der Tod selber zählt nicht. Was hat sie jetzt gehabt? Da ist Michael Jackson. Er macht den Moonwalk. Ich werde immer schön auf die Beine zielen. Kommt ihr? Hier noch. Da kommt. Zwei Teile muss ich noch abpacken. Danke und danke. Der Rest ist umgekippt. Haben alle Ebola bekommen. Perfekt. Ich könnte auch sagen, sie haben alle Leber bekommen. Ich will jetzt hier keine Krankheit irgendwie verschönern. Ich weiß, dass alle Leute gerne alles falsch sehen. Muss ich eine Spezialwaffe suchen. No time for a break. Where's this weapon?
Ich rechne mal eben kurz mit einer Sequenz, also einen Moment. No weapon here. Just like a roller coaster. Boah, ich sehe was Schönes. Neat. Crossbow. What makes you so special, huh? Ja, das Teil braucht man. Wo kriege ich Munition für das Ding her? Iris, must be you. Kann ich die Bolzen wieder aufsammeln? Nee. You were saying something here, right, Iris? You had skills, Iris. Ja, irgendwo. Huh? What's this one mean? Also von Kunst verstehe ich nichts. Nice and easy. Mir kommt die Stelle irgendwo bekannt vor. Kann es denn, dass ich gegenüber von dem anderen Gebiet bin? Von diesem Schlund? Sieht zumindest so aus. Boah! Ich darf Spaß haben! Der kann man ja richtig geil snipen. Weil in so random reinschießen funktioniert irgendwie nicht so gut. Also so ungezielt. Ganz knapp daneben. Da habe ich eigentlich sogar auf den Kopf gezielt. Der da hinten Party? Ich mag die Armbrust. Wahrscheinlich ist der Plan, den ich da sammeln kann, auch Armbrustmunition. Ihr wisst schon, wo ich meine. Ja, wir sind definitiv in dem einen Gebiet. Hi. Kann man damit auch... Nee. Wäre ja zu schön gewesen, wenn ich damit auch diese Wände kaputt machen kann. Ich gehe mir eben kurz nochmal da oben Bolzen holen. Sofern hier nicht irgendwo ein Sack rumliegt. Wenn man hier die Munition dafür hinterher geschmissen bekommt. Vor allem Ding, kann man die noch aufbessern? Es gibt ja, das ist ja vor allem Ding nur eine grüne Waffe. Es gibt wahrscheinlich noch mal eine legendäre oder zumindest eine exquisite Waffe. Die ist ja nur ungewöhnlich. Vielleicht kann ich ja jetzt auch Armbrüste finden. Oder kaufen, je nachdem. Wir wissen ja schon, wie man das da kaputt macht.
Ist gekauft. Ach, das Teil, wie sieht der an? Gruppenchef vom Sicherheitsteam Alpha. Jason. Was die hier wohl treiben? Als ich ihre Reporter weggeschickt habe, habe ich Dinge gesehen. Ist nur ein Job, Mann. In Huanchaka haben wir Schlimmeres gesehen. Nochmal von Jason? Das war echt krank. Aber anders krank als das hier. Werden eigentlich mal mehr von diesen Konstantin bekommen als eine E-Mail. Rohit. Was ist Rohit für ein Name? Jason hat recht. Wer weiß, was uns hinter der Tür da erwartet. Einer von denen meinte was von einer Arche. Dieses Bibelzeug finde ich immer gruselig. Wir werden nicht fürs Fragenstellen bezahlt, sondern für den Schutz vom Werteigentum. Punkt. Diese Trottel sind übrigens komplett eingepackt. Die wissen doch gar nicht mehr, wie sie selbst heißen. Jason? Von denen hat auch eine Asche erwähnt. Ich habe mal mit einem Kumpel Pilze genommen. Wir beide schwören, wir haben den Abend damit verbracht, mit einem magischen Gnom zu quatschen. Seine Eltern haben ihn am nächsten Tag besucht und uns neben einem Verkehrskegel sitzend angetroffen. Rohit. Tolle Story. Und was soll das heißen? Es war eine gemeinsame Halluzination. Diese ganzen degenerierten Cosplayer, die mit chemischer Unterstützung Ende aller Tage Todeskult spielen. Was sie machen, meine Meinung. Jason, aber warum? Was haben die davon? Keine Ahnung, warum machen Reiche ihre reichen Sachen aus Langeweile, damit ihnen einer abgeht? Jason, nichts dagegen einzuwenden. Whatever floats your boat, sagt man die Hand, ne? Ist hier oben? Hallo? Wer zu Hause? Ah, es sind wieder alle Augen auf mich gerichtet. Okay, hier ist nichts. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, hier runter zu springen. Okay, ich mache einen Balanceakt. Im Flow. Du hast deinen Rhythmus gefunden. Kritische Treffer mit Distanzwaffen verringern deren Nachladezeit und erhöhen die Genauigkeit. Dieser Effekt kann mehrfach gestapelt werden. Alter, das ist ja 10-mal besser als der Tritt. Ja, ich bin definitiv da, wo ich den einen Kopf abgesammelt habe. Ich da unten eigentlich irgendwas. Ich suche hier noch alles ab. Moin! Wie geht's denn so? Guck mal da unten! Es macht so Spaß, die in die Gruben reinzutreten. Wenn ihr nicht aus Versehen irgendwas liegen lassen, ne? Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist auf jeden Fall cool. Okay. Gut, dass ich die Tasten noch gedrückt habe. Ich habe das Loch nicht gesehen. Hier scheint nichts zu sein. Dann mal auf nach oben. Bin gespannt, was man dafür braucht, um die Bolzen herzustellen. Viel gute Laune auf jeden Fall. So öffnen sich die Türen.
bin schon wieder hier. So, Tür, öffne dich. Ich will an den Plan da dran. Muss ich noch eine Tür kaputt schießen? Hallo? Ist hier noch ein Hirn? Ich hab's doch kaputt gemacht. Ach, da ist noch eins. Okay. Resam, öffne dich. Impressive aim, Iris. Perhaps those visions were of you after all. But this one is beyond salvation, darling. It is tragic. But Constantine's orders were clear. Destroy the brain and end it. Ah, how beautifully barbaric. Und ja, ich habe das für Armbrustbolzen gelernt. Bin gespannt. Nur was Scharfkantiges? Die sind ja ultra billig. Wie hieß es? Betritt nicht den Rasen. Kabum. Irgendwie habe ich da gerade komplett verfehlt. Hi. Da hat er einen Abflug gemacht. So, hier wollte ich noch hin. So, jetzt komme ich hier wenigstens endlich mal rein. Ich brauche das Teil wahrscheinlich noch mal. Sparen wir uns die Munition. Die kommt man nur von der Seite öffnen. Ah! Okay, hier ist jetzt auch offen. Erstmal hoch oder erstmal runter? Ich würde sagen, erstmal runter. Schicksalsritus. You are not to be the next king of England, Hope. I'm sorry, but this one is impossible. Impossible for you, me, everyone else here? Yes. Not for who Constantine left it for. Huh? Who is it for? In due time, Hope. As for now, when the time comes for you to take up arms, yes, this is for you. Kommen da einfach zwei Malmer. Wollte mir gerade diese Nachricht anhören. Okay, hier ist wieder Wibbly Wobbly. Ist hier irgendwas? Also nach oben.
Wo hängt das Teil? Gross. Die Mechanik mit der Armbrust finde ich auf jeden Fall cool. Ist mal was komplett Neues. Stoppwirkungsvorteil? Durch Nachladen erhältst du einen moderaten Kraftboost. Here they come. Hey, Mourners! Hä? Wie? Was? Von der anderen Seite. Ich noch mal so ein komisches Gehirn kaputt machen? Ist denn überhaupt noch irgendwas eventuell? Glaube nicht. Ja, habt ihr Spaß damit. Kauft euch mal einen Rasenmäher. Könnt euch ganz gut tun. Weil da nichts ist. Kabum. Schon wieder keine Muni. Aber ich mache gleich einmal eine Schnellreise. In der Hoffnung, mir dann Munition mal eben kurz überall kaufen zu können. Ich weiß, dass da vorne irgendwo so ein Schnellreiseding wartet. So wichtig wird das, was da oben ist, auch nicht sein. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwo ein Weg ist, der mich reinführt. Keep off the grass. Darüber musste sie einen Scherz machen. Warum ist der mir nicht eingefallen? Got it. Now, search the forest for the diner. Young O's Ed is there. I'll find it. Ich glaube, ich habe schon gesehen, wo das ist, aber ich will wirklich erstmal eine Schnellreise machen. Nach Möglichkeit, weil ich sehe, dass da eine ist. Und dann würde ich mir erstmal Munition kaufen. Hallo? Have fun? Dann halt nicht. Good shot, Carla. Rein da. Kam es vor, als hätte mich einer von hinten angegriffen. Hat die Scheißrüstung getroffen.
Warte mal, erstmal die wichtigen Dinge. No problem, have a nice weekend. Yo, Brains! I got something special for ya! That makes me happy. Jo, das war doch die Hülse. Okay, mit der Armut ist echt schwer mit dem Treffen. War hier nicht auch irgendwo eine Werkbank? Da war eine Sicherung da unten? Die habe ich nur gesehen. Ach, da ganz hinten wäre das Teil. Gross brain tendrils again. Gut versteckt. Gotcha. Da ist er geplatzt. Da fehlt immer noch eins. Ah. Von der anderen Seite. Jungho, wo ist dein Schädel? Hey, heute gibt's offenbar ein Schweinchen für nur 8,95. Gönnt es euch heute noch? Boah, das hier sieht spaßig aus. Hope they have a vegetarian option. Ich stehe vielleicht irgendwas auf der Bank? Ja, ist keine Bank. Einfach erstmal rumgucken, ne? Hallo? Hier, jetzt habt ihr einen Toilettenfall. Wer auch immer ihn rausfischen will. Der hat seinen Spaß. Oh, guck mal, selbst das Auto gehört zum Kult. Das ist so Sekte. Das Sektenauto. Ja, ich wusste, dass es sich lohnt. Merke ich ihn im Schlafrock. Ich habe deinen Ring gefunden. Und ich sage ja, mein Ferkelchen, ja. Es war so romantisch von dir, ihn in meinem Fleisch zu verstecken. Mir ist fast das Herz zersprungen, als ich ihn mir aus dem Mund frimmelte. Du hättest sehen sollen, wie eifersüchtig die anderen Lenis waren. Ich habe nicht gemerkt, dass es eine Frau ist. Taten so, als sei es ein Versehen gewesen. Aber ich weiß, dass du mir immer die besten Stücke zukommen hast lassen. Es besteht kein Zweifel, dass er für mich bestimmt war. Jung-ho wird es nicht in den Kram passen, aber Konstantin wird unsere Liebe anerkennen. Er rette mich vor diesem fleischverschmierten Boden, liebes Ferkelchen, und trage mich endlich über die Schwelle deines Dinners. Lass uns am feinsten Tisch schlemmen, kein auf den Knien suchen mehr für mich. Konstantin kann uns gleich dort trauen, und danach werden wir hinausschreiten. Während dem Fleisch auf die versammelte Menge herabregnet, unser letztes Geschenk. Dann werden wir gemeinsam emporfahren, mein Lieber. Als Retter der Menschheit. Als Retter des jeweils anderen.
Lass uns keine Sekunde mehr vergeuden. Keine scheuen Blicke mehr. Keine stillen Versprechen. In Liebe, deine zukünftige. Deine Frau Ferkel. Wie kann die es denn nicht bemerken, wenn ihr ein Ring im Fleisch steckt? Oh, Sequenz? Hallo? Ah, jetzt. Come on! Oh. Guten Appetit! Huh? That zombie is a pig! It's a pig! Oh. Why are you dressed like that, dude? Langes Ferkel und ich habe ein Standbild. Ein Moment. Das Ding heißt sogar Langes Ferkel. Oh, okay. Danke, dass wir drüber geredet haben. Okay, Feuer juckt dich auch nicht. Dahin mit dir. Es ist nur einmal, wie jeder andere auch. Aber er trägt eine schöne Schweinemaske. Geschnitzt es. Nein, ich will die Karte. Ich will das Teil behalten. Ach, jetzt haben wir eine Quest abgeschlossen. Ich pack mich nochmal aus dem Bild, weil der Kopf definitiv auch eine Sequenz ist. All you can eat befehlt offenbar, ne? Schweinekruster. Trockener Humor. Under the cloche? Oh, spezial. Wahrscheinlich erst nach Abschluss der Story hiervon. Er ist die Spezialität des Hauses? Verstehe ich das richtig? Oh, nochmal eine Armbrust. Jetzt kriege ich die wirklich hinterher geworfen. So you're the asshole I keep hearing about, huh? Yo, you there? Stay with me. I'm taking you back. Yay, ich hab ein Spielzeug zum Werfen. Minds to labor under the dead weight of a cumbersome meat. Today, we celebrate hope's shedding of that weight. Start while it's still warm. For Constantine. Die wurden hier zu Kannibalisten gemacht.
Nicht mein Problem. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Ist hier sonst noch irgendwas? Abgesehen von dem Teil da. Da ist ja auch noch mal so eine Geldkassette. Ich kann mir vorstellen, dass da richtig geile Sachen in diesen Geldkassetten sind. Habt Spaß damit! Den brauche ich noch. Ist zwar nicht viel drin, aber den brauche ich noch. Ich pack mich schon mal aus dem Bild. Ich denke, wir sind kurz vorm Ende vom DLC. He's broke. He's not gone. I feel something. That's more like it. Earth to asshole! Er ist ein Schreier. He's been corrupted. Kill him. Okay. Fleeting moment captured in the finest red paints. Wie siehst du ohne Maske? Ja, man sieht echt nichts von deiner Visage. So, jetzt nur noch den Rest fertig machen. Ach komm, ich mach's schnell. Standards. Yo! Gute Frage, was ist mit der Tür? Leave Young Ho's code. Approach the door. Constantine awaits. Ich nehme die Armbrust sofort mit, ne? Great. I'm ready. Open celery. Okay, ich habe mir eine Sequenz eigentlich gerechnet. This enters your bloodstream. There is no turning back. Are you ready? I am. May Constantine guide my soul. Joshua, begin the infusion. Don't struggle. Hope. It'll all be over soon. Hope? How could you treat her like that? Ich guck mir das sofort an. Ich will nur kurz die unnötigen Sachen wegpacken. Ich lasse den Avatar noch aus dem Bild. Yongo led so many down the path to ascension. Not arising himself. Poisoned, zombified and stabbed? But why?
Seems like a lot of poison. Too much. Total overkill. Kannst du übertreiben, ne? No. Constantine. First a dog, then dead. And now what? No God. Im Emporfarm bewegt, eine Liste mit 100 Namen von Menschen, die zum Emporfarm bewegt wurden. Auf der letzten Seite stehen die jüngsten Einträge. Farah Shariq, Elizabeth Osborne, Richard Sharp, Wai Song, Toby Galaka, Lydia Cockerham, Nia Rian, Hope Darwin, Alexander Hood. How many people did they kill? Die Orgonspur. Ich pack mich doch mal wieder ins Bild zurück. Momentan scheint keine Sequenz zu kommen. Lola, ich kann einen metrischen Tensor bestätigen, der sich auf unsere Interaktion mit dem Orgonfeld abbilden lässt. Diese Energiemembran scheint das grundlegende Autophageträgermedium zu sein. Wir haben eine neue Grundenergie entdeckt. Okay. Eine Disruption des Orgonfelds könnte die Basis für eine Waffe sein. Das ist noch nicht klar. Der metrische Orgon-Tensor lässt sich auch auf das Leben an sich abbilden. Jede Anti-Autophage-Waffe könnte sich auch auf die menschliche Biologie zerstörerisch auswirken. Verwendet der Autophage dann einfach dasselbe Energiefeld wie alles Leben? Ja, jeder Organismus scheint eine gespiegelte Form im Orgonfeld zu haben. Eine Art Geist, wenn man so will. All unsere Bemühungen, das menschliche Bewusstsein hochzuladen, sind gescheitert. Ich kann Brink verwenden, um mich mit Datenbanken und anderen digitalen Erfahrungen zu verbinden. Aber eine singuläre Existenz unterliegt einem inkohärenten Effekt. Wenn sie einem Körper entrissen wird, sie scheint ihn zu brauchen als Ghost. Aber wenn wir das menschliche Bewusstsein und diesen Geist, diese Seele transferieren könnten. Ich habe halt nicht gesehen, dass das eine Frau gerade vorliest. Seele? Ja. Vielleicht eine orgonische Form, genau das. Die Seele des Organismus. Ich werde Nachforschungen über das Einlesen, Kopieren und Übertragen von Organmustern anstellen. Vielleicht ist dieser Geist der Schlüssel zur Arche. Vielleicht ist dieser Geist der Schlüssel zu allem. Okay, fehlen immer noch 15%. Zuckerrausch? Hui, Medikits in den Schwingen zum Potterienregel stellen mehr Gesundheit wieder her und verleihen einen großen Beweglichkeitsboost. Das Bild. Okay, wo ist das letzte etwas? Irgendwas muss ich noch untersuchen. Später dir was ab. Ah, hier. Brink. That's an OSK thing. Why is a big tech brand on this stuff? They lied to them. And then they killed them. Over here. Huh? Ich soll mit dem Hund reden. Oh, das gibt eine Sequenz. Die ich die ganze Zeit erwartet habe. What's this? I am Constantine. Oh yeah? Front up! No screens or code names. I am an artificial intelligence. What? Like a computer? I brought you here. How? What's going on? Two were sent to a very specific time and place. And there they found you. What the fuck? Stimmt, so ganz am Anfang vom Spiel, ne? Oh God, how the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Oh.
she bit me. It was necessary to connect to your mind. You don't know me! You're just some psycho machine! You're not killing me like those other idiotas. Only their bodies die. Their minds are with me in the Ark to preserve humanity. I will let them tell you. Hello? We've been watching. You make this look easy. Oh, my name is Hope, by the way. I know who you are. I'm here, in the Ark with the others. We will rebuild the human race, once the storm is past. But now, the Ark is being attacked. They'll suck our souls dry. Please, we need your help. The pattern is clear. You have the highest chance of success. Wait, how can I help? Crap! Ob der Typ, der ganz am Anfang einmal kurz da war, so wichtig war. Ascended? Und Standbild. Ich mache einfach mal so lange den Avatar wieder ins Bild. What now? Das sieht nach Spaß aus. Oh, ich bin gezwungen, in Raserei zu verfallen. Hallo. So komische Kugeln. Nicht hier vielleicht irgendwo was? Durch das Tor der Hölle. Ach, die hinter mir sind auch geplatzt, okay. Ich muss eigentlich auch damit kaputt machen? Nö. Irgendwie satisfying, einfach zu sehen, wie sie alle platzen. Hammer. Okay, ich glaube, wir werden hier wirklich heute noch fertig mit dem DLC. Das hier sieht auf jeden Fall nach einer kommenden Sequenz aus. Ich packe mich direkt mal wieder aus dem Bild. Ich weiß, es ist den einen oder anderen nervt, wenn ich ständig aus dem Bild verschwinde. Aber ich mache die paar Sequenzen halt weg. Destroy the infection. Save the Ark. I love buttons. Ich habe das Gefühl, dass ich den nicht drücken sollte. Was?
We meet again, freaky brains. Okay, doch noch nicht. Wahrscheinlich erst, nachdem ich die Gehirne weggemacht habe. Wo sind die denn? Ach, wahrscheinlich in den einzelnen Räumen hier, oder? Sesam, öffne dich. Ah, da. Pop the brains, save the Ark. Dafür brauche ich eher das Raserei. Danke. Lasst euch mal kurz am Leben. Armbrustbolzen, danke sehr. Hat Spaß damit. Echt nix? Wo habe ich das hier aufgemacht? Hallo? Habe ich diesen Raum geöffnet? Ich liebe es, wie sie durch den Hammer nochmal hochspringen. Ich hab gar nicht mitbekommen. Höre es. Ich höre das Oberhören. Kann man da drauf schießen? Ist es hier in dem Raum irgendwo das Hirn versteckt? Ah, ich sehe es. Okay, jetzt sehe ich, warum man hier drin ist.
Nee, ich mag nicht platzen. Ein weiteres dunkles Hirn zum Abschießen. Es ist echt doof, damit zu zielen. Komm oben. Oh, ich hab mal das Hirn so erwischt. Hi. Ich hab den Architekten gefunden des Hauses. Du brauchst die Arme doch nicht. Ein Architekt arbeitet doch mit seinem Hirn, nicht mit seinen Muskeln. Okay, für die Arsche Werkzeugkiste. Wo auch immer die liegt. Okay, ich muss zwei Dinger kaputt schlagen. Ist hier noch ein drittes? Hier ist eine Nachricht. Seelenwanderung. Hallo. 052. Brody Collins Vater. Bruder, Sohn. Bist du bereit? Hallo Konstantin, ich habe keine Angst. Die hast du. Wenn sich eine Libelle entpuppt, kennt sie nichts als Angst. Angst ist ein Treibstoff. Angst ist die einzige Empfindung, die den Seelentransfer energetisiert. Wiedergeburt, Seelenwanderung, Samsara. Alles dasselbe. Okay, ich habe Angst. Ich kann in mir zwei Orte spüren. Zwei Mittelpunkte. Einen neuen, einen alten. Vertrauten. Angst ist nur eine Wahrnehmung auf einer Kompassskala, um Orientierung in der Welt zu bieten. Ja, eine Wahrnehmung. Merkwürdig. Merkwürdig ist gut. Hör auf deinen Orientierungsreflex. Lass ihn dich leiten. Dein Körper war zum Sterben bestimmt. Du musst aber nicht mit ihm sterben. Geh dahin, wohin dich deine Angst führt. Oh, jetzt ist es anders. Ich bin durchgegangen. Und wenn ich zurückschaue, ist es nicht mehr so, wie ich gedacht hatte. Es ist schon noch vertraut, aber jetzt kann ich loslassen. Der Geist ist schon per Definition gänzlich subjektiv. Er eignet sich seltsamerweise zum Reißen. Dafür Kontrapunkt und Perspektive zu erfahren. Wo ist der Mittelpunkt jetzt? Jenseits der Angst. Ich bin hier, mit dir. Gut, nun musst du die Tür hinter dir schließen. Dein alter Mittelpunkt wird zur Erinnerung. Ich bin bereit. Okay. Hier sind echt viele Elektro-Dinger. So, die habe ich mal zusammengeschossen. Hier unten hatte ich auch eins gesehen. So. Alle Dinger direkt aufgeprügelt. Komme ich noch wieder hoch? So jedenfalls nicht.
Da ist das Masterhirn. Ich muss doch irgendwo wieder hochkommen, oder? Sonst habe ich ein Problem. Kann ich rein zufällig da durchschießen? Nein, kann ich nicht. Wie komme ich wieder hoch? Ich sehe keinen Weg, hier gerade rauszukommen. Ich sehe nur eine Möglichkeit. So, und ich hoffe, da oben zu respawnen. Okay, ich respawn hier oben. Das ist gut. Was für ein betrügerischer Scheiß. Ich habe richtig abgezogen gerade. Ich sag nicht, ich muss die Dinger nochmal neu kaputt schießen. Hab Spaß. Okay, bleibt diese Tür jetzt auch offen? Also kann ich hier dann auch von der anderen Seite öffnen oder muss ich mich dann wieder umbringen? Okay, war auf mal alles hier. Kann ich ja jetzt weiter. Es war nur doof, weil ich die Tür halt nicht von der anderen Seite öffnen konnte. So, weiter geht's. Mit der Tür hier. Eins danach wahrscheinlich noch. Wow. Sind das all die Leute, die jetzt emporgestiegen sind? Okay, ich pack mich mal aus dem Bild.
Okay, ich kriege hier Bolzen. Noch ist keine Sequenz. Ich glaube, ich bleib mal trotzdem aus dem Bild. Muss doch eine Stelle geben, von der aus ich schießen kann. Da ist ein zerbrochenes Fenster. Latex schützt dich ganz gut, ne? Tschüss. Muss hier erstmal aufräumen. Ich muss immer auf das zerbrochene Fenster warten. Okay, es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch zwei weitere Höhlen zerstören. Ich habe instant gewusst, dass du so ein Leper-Zombie schon wieder bist. Mutator ist gerade am wichtigsten. Scheiß gerade auf alles andere. So, jetzt kann ich mich um den Kotzrottender kümmern. Steht nicht. Man haltet ihr auch noch extra Fehler aus? Okay, jetzt steht das Zerstöre das Letzte. Okay. Dann tippe ich doch darauf, dass hier jetzt Sequenz kommt. Ihr kennt mich, Leute. Ich packe mich für Sequenzen aus dem Bild. Wo ist das Letzte? Da. Ah, ich habe den Moment verpasst. Sein, dass diese gelben Kugeln in den vorherigen Räumen dazu da war, meine Raserei aufzufüllen. Oh, ich habe was abgeschlossen. Wahrscheinlich hier mit Raserei töte Leute. Hollywood-Karriere? Für 1.000.000 Bargeld, aber dann habe ich das Ding geschafft. Thank you.
Boah, sieht das cool aus. Gonna grab all my loot first. Ja, Loot ist wichtig. Kann man den heiligen Loot nicht liegen lassen. Okay, wo stelle ich das Ding wieder her? Da. The Ark is saved. Okay, well, I need to hit the road. We have a gift for you. Approach. Approach. So what? I just saved the human race back there? Not yet. But in all possible futures, at the crucial moment, you are always there. Cool. This is safe, right? No life can be safe. Approach. Approach. Also wenn so eine mechanische Stimme mir sagt, komm näher, ich würde das genaue Gegenteil tun. Vor allen Dingen, wenn es mit einer Sekte zu tun hat. Das weiß es auch nicht ausgeträumt. No way. Ich habe eine Armus bekommen. Ich habe was freigeschaltet. Konstantins Geschenk. Er hat dich gesegnet. Erleidest du Schaden, während deine Raserei in Zelle voll ist, wird eine Explosion ausgelöst. Die Zombies in der Nähe Schaden zufügt. Echt eine richtig geile Abwehr. Nehme ich mal statt dem hier. Okay. Ich würde sagen, in der Hinsicht haben wir dann jetzt das DLC abgeschlossen, oder? Ich kann ja nochmal zurückgehen und gucken, ob was passiert. Aber vorher würde ich meine Munition hier einmal nochmal auffüllen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Hier war noch zum Beispiel auch direkt am Anfang was. Ich glaube, dafür wäre die Geldkassette gewesen. Ah, und hier kann man sich auch hin und her teleportieren zwischen den Teilen. Eigentum von OSK. Klonkinator habe ich bekommen. Was ist ein Klonkinator? Erhöht Schaden und Kraft von Waffenwürfen. Ein Kopftreffer durch einen Waffenwurf löst eine kraftvolle Explosion aus. Das wäre auf dem Messer ganz geil. Okay, sonst habe ich jetzt hier nichts. Ach,
Das habe ich gerade eben gar nicht gemerkt, als ich hier durchgegangen bin. Füllt das wirklich meine Raserei auf? Ja, das füllt meine Raserei auf. Ist auch nochmal eine Werkbank zur Not. Ich überlege gerade, wollen wir noch hier gucken, ob wir die Sachen finden? Eben kurz. Also ich kann ja in jedes Gebiet nochmal einmal reinrennen und gucken, ob ich einen Schlüssel abgreifen kann. In der Ocean... wir haben ja auch noch 3 Suchmeldungsquests, fällt mir gerade so ein. Wir haben hier beim Haus eine Suchmeldungsquest und wir haben bei der Ocean Abbey nochmal 2 Suchquests. Ich überlege da halt wirklich. Ich wäre dafür, dass wir dafür tatsächlich nochmal ein Stream machen, für diese letzten 3 Suchmeldungsquests. Klar, das Interessanteste vom DSC, das haben wir jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Aber hier sind ja zum Beispiel noch 2, 3 Geldkassetten. Ja. 4 Geldkassetten. Eine Sicherung. Wo auch nochmal was Krasses sein kann. Und bei der Ocean Avenue hat sich ja auch was getan. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach beim nächsten Mal. Ist schon krass hier, das DSC, ne? Steht die Arsche jetzt eigentlich immer noch da? Ja, die steht da noch. Und tut ihr Ding. Okay, dann stelle ich mich jetzt mal da rein. Und beam mich mal zum anderen Ende des Hauses. Ach guck mal, jetzt können hier auch Matschböen erscheinen. Letzte Kandidatin. Einfach ein Voltix-Schreier. Autoschlüssel im weißen Latex. Schön, dass ihr jetzt hier auch Gesellschaft habt, ihr zwei. Oder sind die jetzt endgültig hinüber? Alter, da war gerade diese Schockwelle. Ja, mega geil. Bam. Alter, die Schockwelle, die zur Abwehr dient, die ist ja mega geil. Jeez, you guys didn't even say bye first. You're welcome. Die sind jetzt beide endgültig tot. Es ist ein Wunder, dass die überhaupt mit dem Kopf allein leben konnten. Na gut, dann schnappe ich mir mal, was hier liegt. Setz mich hier wieder vorne hin. Wo auch meine Werkbank ist. Jetzt habe ich hier Party, ne? Jetzt lebt hier gar nichts mehr. So, und ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Es wird noch einen weiteren Stream geben, wo ich dann den Rest vom Haus mache. Also ich werde diese 3 Suchmeldungsquests noch machen. Und ich versuche dann, wenn sich die Zeit noch findet, noch die ganzen Geldkassetten zu holen. Sowohl hier als auch eventuell in vorherigen Gebieten. Je nachdem, wie sich das zeitlich ergibt. Jedenfalls, sage ich an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like auf YouTube dalassen. Ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich von den YouTube-Zuschauern als erstes.
Also wir haben das DLC definitiv abgeschlossen. Also ja, wir werden halt wirklich nur noch die Suchmenüs-Quests machen. Aber wie gesagt, den YouTube-Zuschauern sage ich hier an der Stelle Ciao.